Herzlich willkommen zu einem neuen AirTest und heute beschäftigen wir uns mit einer ganz wichtigen Frage, nämlich ist der McCrispy wirklich so laut, wie McDonald's behauptet? Naja, es ist ja alles PR-Geklüngel, aber es gibt ein neues Produkt bei McDonald's, den McCrispy. Ja, und anfangs war es so, dass sie den tatsächlich nur bis 22 Uhr verkauft haben, weil sie gesagt haben, der ist so laut, dass die Behörden gesagt haben, also das geht gar nicht, dass man den später verkauft. Boah, ist der laut? Vielleicht schon zu laut. Das Lärmschutzgesetz, Paragraph 9. Also den können wir nicht während der Ruhezeiten verkaufen. Inzwischen gab es Absprachen mit den Behörden, dass sie ihn auch... Es ist, naja, es ist PR. Aber mal gucken, vielleicht ist er ja wirklich so laut, wie McDonald's sagt. Ich habe jetzt 2,99 € dafür bezahlt. In der App gibt es da immer Angebote, aber ansonsten kostet er, glaube ich, 5,39 €. Das ist ganz schön teuer, aber McDonald's ist ja eh... ziemlich teuer geworden. So. Also wenn ich das schon sehe, ja. So sieht der Burger oder der McCrispy aus, wenn man ihn aufklappt. Eigentlich wie so ein reingeworfener Haufen irgendwelcher Lebensmittel. Finde ich eigentlich eine Frechheit. Muss ich an der Stelle mal ganz eindeutig sagen. So, also so soll der bestimmt nicht aussehen. Aber es geht ja nicht um die Schönheit. Es geht um die Frage, wie laut ist der? Jetzt muss ich den hier mal so ein bisschen wieder zusammenpappen. Ja, das ist ein bisschen unschön. Es ist scheinbar, naja, es ist auch keine Soße. Doch, es ist Soße. Minimal Soße ist drauf. So, und jetzt, es knuspert ein bisschen. Es ist so ein bisschen wie so ein, es ist eigentlich ein Hähnchenschnitzel, was wir da drauf gepackt haben. Und es knuspert auch tatsächlich so ein bisschen. Aber natürlich lange nicht so, wie es behauptet worden ist. Aber ich muss an der Stelle mal sagen, es ist, der ist durchaus lecker, weil es wirklich, es ist ein Hähnchenschnitzel und es ist gut gewürzt. Dann dazu noch der Salat und der Käse. Also es ist, mal abgesehen davon, dass das Gecrispy-mäßige eine PR-Lüge ist. Also ich habe jetzt extra mal ein bisschen so gegessen, dass man vielleicht was hört. Ich weiß es nicht, ob ihr irgendwas gehört habt. Aber wie gesagt, an sich ist der McCrispy durchaus lecker. Den kann man echt essen. Den werde ich jetzt auch weiter essen. Aber laut. Wahrscheinlich haben die Behörden gesagt, seid ihr ein bisschen doof. Man hört ja gar nichts. Verkauft den gefälligst jetzt auch nach 22 Uhr. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.